Ganz schön gewalttätig, sagen einige bestimmt jetzt. Andere würden jetzt sagen, ganz schön militant. Aber das ist so eine Sache mit der Militanz. Wer ist ehrlich militant? Wir alle. Nein, Moment. Halt. Vielleicht diejenigen, die so aus der achten Reihe Steine werfen und mit Vorliebe so die eigenen Hinterköpfe treffen. Oder die Oma, die dir dann die Tür aufhält, damit du besser abhauen kannst. Wer ist hier militant? Diejenigen, die so bei bestimmten Aktionen immer so die 1,50 Meter lange Basie am Gürtel locker baumelnd so hinter sich herziehen und nach dem fünften Bier auch schon mal Nazis rausrufen. Oder diejenigen, die ihre 80 cm Holz oder wie auch immer nett in der Jacke verpacken und zuhören, wenn es nötig ist. Wer ist hier militant? Schwierig. Und warum haben Männer dabei mit immer so ein Problem? Vor allem Männer. Ganz schwierig. Ja. Ne? Männer und Militanz. Militanz, viele verwechseln auch was so. Militanz irgendwie, wer die dicksten Arme hat oder so. Viele glauben ja auch, Flugblätter sind Bibiwachs. Ich sage, Flugblätter können auch militant sein. Aha. Darum geht es nämlich auch gleich in dem Lied. Wer ist hier militant? Terror in der Straßenbahn heißt das. Eigentlich komme ich aus Berlin, ne? Und deswegen müsste es eigentlich heißen Terror in der U-Bahn. Aber das geht versrhythmisch nicht. Weil dann wird es heißen Terror in der Uhu-Bahn. Und dann würden alle denken, das ist so ein Lied für bedrohte Singvögel. Also ein sonnengroßer Öko bin ich nicht. Nee, also, obwohl ich gehe auch gerne in den Wald. Manchmal gehe ich gerne in den Wald. Ich kenne schon auch jede Menge Förster. Es gibt auch militante Förster übrigens. Es gibt so Förster, die so Waldparkplätze abgehen. Waldparkplätze, immer mit einer Aale. Aale, ne? Spitz muss man vorne den Korken drauf machen. Aale. Immer in die Reifen von den Manta. Hammer, irgendwie so immer lustig in die Scheinwerfer. Oberförster Putlich hält seinen Wald sauber. Militanter Oberförster. Nee, aber ich gehe so, eigentlich so mehr so unbedarft. Wenn ich mal im Wald bin, dann habe ich auch nicht so eine Lust, irgendwie an solche Geschichten zu denken. Also dann mache ich meistens mehr so Aktionen wie Schnecken schubsen, Pilze ärgern. Himbeeren erschrecken. Voll gut. Ja, und das Lied geht dann weiter. Terror in der Straßenbahn. Autonome greifen mit Flugis an. Flugi, ne? Flugblatt. Flugi. Lauti. Lautsprecherwagen. Elli. LKW. Ich hab den Elli rüber hier. Hassi. Hass-HP. Wir sind doch bekloppt. So eine Sprache. Cesi. Kennt ihr den Cesi? Sieht er, das ist dieses kleine CS gab, ne? Hey, das ist es nicht. Das ist das normale CS gab, da sagt doch keiner Cesi zu. Aber der CS-Löscher gibt so. Das ist ein Cesi. CS-Gaslöscher, Cesi. Gib mal den Cesi rüber, da kommt eine Faschoglatze, die will Stressi. Wir sind bekloppt, oder? Kühli, Kühlschrank. Das führt zu weit. Also, Terror in der Straßenbahn, autonome greifen mit Flugis an. So, kleiner Hinweis auf die Kriminalisierung von Linken, ne? Schon beim Flugplatz verteilen, Terror. Und dann geht's weiter, sehr vollmundig, aber auch mehr Augenzwinkern. Für alle die, die sowieso wissen, dass es seit Jahren nicht so richtig vorangeht, aber dass es immer noch Autonome gibt. Autonome greifen mit Flugis an, wo sich in jedem Satz Revolution verbirgt, wo jedes Wort wie eine Bombe wird. Glaube ich mir manchmal selbst auch nicht mehr, keine Angst. Aber genauso ist dieser Refrain von dem Lied. Und es ist so ein bisschen so um die Ecken, das Lied. Ne? Es ist nicht so Fahne hoch und nach vorne. Man kann ein bisschen mitdenken. Also so, es ist interpretierbar. Ich benutze so andere Worte für bestimmte Sachen. Ganz interessant.
Obwohl, das ist eigentlich total Mist, weil ich mag diese indirekten Aussagen, mag ich gar nicht so gerne leiden, wenn es so zu viel interpretierbar wird. Es gibt ja zum Beispiel diesen Spruch, alle Menschen sind Ausländer, fast überall. Der ist so, so um die Ecke wieder, ne? So, man sagt es irgendwie so, um noch was Gutes vermitteln zu wollen, auch so, kann man auch Rechten mal sagen, auch du bist auch ein Ausländer, ne? Fast überall, so. Ich finde das also manchmal so indirekt, also es trifft nicht so den Zahn der Zeit oft, finde ich, weil es so nett irgendwie. Man könnte es anders sagen, direkter, dann wird es heißen, alle Rassisten sind Arschlöcher.